Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Hausflipper. Seid ihr auch gerne handwerklich aktiv? Streicht Wände neu, verputzt die Bäder, Fliesen legen, alles mögliche, vielleicht ein bisschen Gartenarbeit, aber wollt ihr dabei nicht vom Schreibtisch wegbewegen? Dann seid ihr hier genau richtig. Denn wir machen alles zusammen hier am PC. Ich habe mir trotzdem mal meinen Pinsel mitgebracht, habe mir meinen Helm aufgesetzt, falls es doch ein bisschen gefährlich werden sollte. Und ich würde sagen, jetzt starten wir mal ein Spiel. Und ich starte mit euch einen komplett neuen Spielstand. Auf geht's. Willkommen bei Hausflipper. Dieses Spiel ermöglicht es dir, Häuser zu kaufen, sie zu renovieren, einzurichten und dann wieder zu verkaufen. Bis dato musst du dich mit dieser Bruchbude begnügen, die du dein eigenes Büro nennen darfst. Außerdem steht dir ein Laptop zur Verfügung, deine Steuerzentrale. Neue Aufträge sind in deinem Postkorb eingetroffen. Durch das Abschließen der Aufträge werden neue Gartengeräte freigeschaltet. Okay, schauen wir doch mal. Ja, das ist unsere Villa, unsere Bruchbude. Schauen wir mal, kommen wir denn rein? Ah, den Müll können wir einfach so wegräumen. Ach du je. Das sieht ja aus. Dein Laptop. Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen switchen. Du hast noch nicht genug Geld für ein Haus, aber es schaut so aus, als ob in deinem Postfach der erste Auftrag wartet. Bauen wir gleich mal rein, aber... Aber wir haben ja ein bisschen Müll, den wir wegräumen können. Oh. Na gut, um unsere Bude kümmern wir uns ein bisschen später. Schauen wir mal rein. Ja, meine E-Mail. Mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Ja. Guten Tag, ich möchte gerne, dass Sie mein Haus wieder in Ordnung bringen. Bei Facebam sah ich, dass mein Ex in meine Wohnung eingebrochen ist und diese aus Rache verwüstet hat. Der Arsch hat sogar meinen Heizkörper mitgenommen. Es kann sein, dass noch etwas fehlt. Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Schuss und installieren Sie die Heizung sowie alles andere. Informieren Sie bitte nicht die Polizei. Ich werde selber nach meiner Dienstreise mit meinem Ex abrechnen. Beste Grüße, Sandra Ziegler. Ja, das hört sich ja nach Ehestreit an. Akzeptieren wir mal. Und auf geht's. Mal gucken, was uns erwartet. Glückwunsch, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du Dreck mit dem Mob reinigen. Okay. Ja, das sieht abenteuerlich aus. Aus. So. Räumen wir erstmal den Müll weg. Au, 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 das sieht aus. Ah, da noch was. Hier sind noch ein paar Dosen. Ein Karton. Super, da haben wir schon den ganzen Müll weggeräumt. Dann können wir unseren Reinigungsbesen nehmen. Der ist sauber und dann können wir danach die Geräte montieren. Wie schaut es denn bei euch aus? Kennt ihr das Spiel Hausflipper? Habt ihr es auch schon gespielt oder ist es komplett neu für euch? Schreibt es auch mal in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Und wenn ihr bestimmte Fragen zum Spiel habt, was ich dann nochmal erklären soll, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann nehmen wir es gerne mal mit in den nächsten Folgen. Oh. Du entwickelst dich. Nimm dein Tablet und bestimme, wofür die erworbenen Fähigkeitspunkte verwenden möchtest. Okay. Wir haben einen Punkt
bei Aufräumen bekommen. Du siehst einige Verunreinigungen auf der Minimap. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut. Das nehmen wir mal. Genau, oben rechts seht ihr die Minimap. Und diese schwarzen Stellen, das sind jetzt die Verunreinigungen, die wir sehen. Falls man mal was übersieht. Kommen durch die Map schnappen. Und hat dann ein bisschen Hilfe. So, ich glaube, hier war es auch noch ziemlich dreckig. Schauen wir mal. Schaut hier aus. Müll müssen wir auch gleich noch entsorgen. Das ist eine Bruchbude. So, Schlafzimmer ist fertig. Badezimmer ist fertig. Und im Wohnzimmer müssen wir noch die Heizung montieren. Aber wir sind mal so nett und stellen alles wieder ein bisschen ordentlich hin. Drin? Nein. So, dann stellen wir den Topf einmal auf den Herd. Nee, geht nicht. Daneben. So, haben die Kerzen schön hinstellen. Und dann sieht es auch schon wieder ganz schön aus. Hier war noch ein Hocker, den können wir noch richtig hinstellen. Wunderbar. Dann, ab sofort steht dir ein Tablet zur Verfügung, drücke Tab, um es herauszunehmen oder einzustecken. Es ermöglicht dir, Dinge zu kaufen, es wird in diesem Job nützlich sein. Was brauchen wir denn überhaupt? Eine normale Heizung. Shop, da finden wir es bestimmt. Und es gibt eine Suchfunktion. Wunderbar. Dann nehmen wir die Heizung. 37,20 Euro. Glaube ich schon recht günstig. Kaufen wir mal. Jetzt müssen wir sie montieren. So, dann noch schön festziehen. Der muss da noch fest. Wunderbar, Auftrag beendet. Sehr schön. Ich finde, das haben wir schon ganz gut gemacht. Machen wir wieder die Türen zu. So, Aufgaben. Wo können wir den Auftrag denn jetzt abschließen? Ach, Auftrag beenden. Enter. 100% des Auftrags erledigt. Du kannst den Auftrag jetzt für 655,03 € abschließen. Möchtest du jetzt wirklich beenden? Ja, wollen wir. Wunderbar. So, dann können wir nochmal ein bisschen die Zeit nutzen und mit unserer eigenen Bude ein bisschen sauber machen. Wir wollen es auch hier ein bisschen schön haben im Büro. Und wenn mal Kunden hierher kommen sollten, soll es auch schön aussehen. Es
Ist da noch Dreck unter der Matte? Nein. Das sieht auch so dreckig aus. Na, vielleicht täuscht das auch. So, noch mal die Küche sauber machen. Mal schön mit dem Schrubber, den wir auch im Boden genommen haben. Das ist immer natürlich sehr schön. So, unser lecker, ekliges Badezimmer. Auch das müssen wir unbedingt sauber machen. Noch ein bisschen. So, auf der Minimap wird hier tatsächlich noch Dreck angezeigt. Aber wo? Das ist bestimmt hier bei der Fußmatte. Ah, jetzt ist er weg. Wunderbar. Ja, dann ist die Bude schon wieder ein bisschen sauber. Drei neue E-Mails. So, wir haben drei neue Aufträge. Aber ich würde sagen, die heutige Folge beenden wir mal. Wir machen in jeder Folge einen Auftrag. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und mir wieder beim nächsten Auftrag helft und tagkräftig unterstützt. Und ja, hinterlässt gerne einen Kommentar, ein Like und lasst vielleicht ein Abo da. Das wäre wunderschön. Würde mir extrem viel weiterhelfen und dann freue ich mich auf das nächste Mal mit euch. Bis dann. Ciao.